Servus. Also, noch ein kleiner Input für eure Möglichkeiten. Unterschiedliche Möglichkeiten, wenn ihr zu Hause ein stabiles Heizungsrohr habt, eine Säule habt, wenn ihr ein Treppengeländer habt, was die meisten haben, was relativ stabil ist. Ich nehme jetzt hier unsere Stange von unserem Multiturm. Ich möchte eine kleine Variante zur Körperstabilität machen. Sieht nach einer Beinübung aus, hat aber ganz, ganz viel mit Hüft- und vor allen Dingen Core-Stabilität zu tun. Das heißt, ihr sucht euch einen armlangen Abstand und eine Möglichkeit, wo ich gut festhalten kann, könnt, dass ihr nicht ausrutscht und vor allen Dingen, dass ihr nicht irgendwo was aus der Wand reißt oder Heizungsrohr aus der Wand holt, ist echt blöd. Da könnte Wasser drauf sein, also von daher möchte ich dafür nicht verantwortlich sein. Also, ihr geht runter. Ich mache das so, dass ich das einarmig mache, das heißt, um hier schon mal eine Rotation reinzubekommen. Das heißt, ich richte meine Schultern so aus, dass ich stabil stehe. Dann ist es eure Aufgabe, die Beine anzuheben, ganz leicht, und sich möglichst wenig umzubewegen. Natürlich mit beiden Armen. Ihr müsst nicht wie eine Dampflok atmen, aber atmen dabei wäre echt gut. Dabei geht es in allererster Linie um Stabilität im Oberkörper. Ihr werdet merken, das ist eine Ganzkörperübung. Sieht einfach aus, ist super anstrengend, aber eine super coole Übung für die Stabilisation und um schnelles Ganzkörpertraining zu haben. Viel Spaß beim Ausprobieren.